Ist schon wieder Sonntag. Herzlich willkommen. Nehmt euch so wie ich irgendetwas zur Hand und lasst uns wie gewohnt jetzt hier einmal mehr zurückschauen auf die abgelaufene Woche rund um unseren VfL. Was hat sich so getan im allgemeinen Bereich um den Verein herum? Was gibt es eine Woche vor Transferschluss hinsichtlich der Kaderplanung an neuen News? Ich habe wieder mal das ein oder andere für uns im Gepäck. Also, lasst uns doch wie gewohnt einfach mal loslegen und uns austauschen und einmal schauen, was es also, wie gesagt, Relevantes noch zu berichten gibt. Einmal vorweg, natürlich, klar. Das Derby gestern, ja, dazu soweit alles in meiner Couch-Analyse ja auch schon gesagt. Das natürlich das Highlight der Woche am Wochenende, wo wir natürlich wieder deutlich positiver in die nahe Zukunft schauen können. Das ist, denke ich, jetzt ohne auf das Spiel im Einzelnen halt auch jetzt wieder hier einzugehen. Dafür dient ja die Couch-Analyse. Aber was wir natürlich mitnehmen, wir sind da, wir sind Bundesliga-tauglich und was man auch, denke ich, mitnehmen kann nach diesem Spiel, ja, es ist keine Frage des Systems, ja, Punkt aus. Ja, das hat das Spiel ja auch einfach gestern gezeigt. Natürlich muss das erstmal wieder bestätigt werden in den kommenden Wochen gegen andere Mannschaften. Aber wenn du in der Lage bist, in der Formation und so gegen den Vizemeister aufzulaufen, dann muss das auch in anderen Spielen möglich sein. Und wie gesagt, für mich hat dieses Spiel einfach gestern gezeigt, es ist keine Frage des Systems. Nein, wenn jeder Einzelne an seine Grenzen geht, alles rausholt, ja, und seine Aufgaben erledigt, die er auf dem Platz zu erledigen hat, dann funktioniert das sehr wohl. Und ich denke, das kann man definitiv aus dem gestrigen Derby so mitnehmen in die kommenden Spiele. Und alles Weitere wird sich dann natürlich zeitnah letztendlich zeigen, in welche Richtung es dann geht. Ansonsten meine weitere Meldung aus dem allgemeinen Bereich. Wir haben einen neuen Teammanager. Max Tolischus ist nach bereits nur oder knapp nur einem Jahr schon wieder weg. Und es ersetzt ihn Hannes Hahn. Herzlich willkommen, cooler Name auf jeden Fall, von Union Berlin. Also Marc Lettau kennt ihn schon und hat ihn entsprechend hier so ein bisschen dann auch nach Bochum gelotst. Ja, oder der Draht ist dort ziemlich kurz gewesen für die Position. Allgemein, wem vielleicht noch nicht so ganz klar ist, wofür der Teammanager denn eigentlich so da ist, ja, was so sein Aufgabenbereich ist, Max oder Hannes Hahn wird jetzt also künftig allen voran für die Organisation verantwortlich sein, und zwar ganz genau, wenn es darum geht, die Auswärtsspiele zu planen bzw. zu koordinieren, ja, dort, wenn es um das Trainingslager geht, ja, das fällt auch in seinen Bereich. Ebenfalls aber auch die Integration der Neuzugänge, ja, auch das ist ein Bereich, der in den Aufgaben des Teammanagers eben fällt. Und wie gesagt, diese Aufgaben übernimmt er jetzt von Max Tolischus und wird sich also künftig darum kümmern. Ja, so, also das dazu. Ansonsten die nächste Meldung, neuer Ärmelsponsor ist ja dann auch gestern durchgesickert rund um den Spieltag. Think About It hier aus Bochum am Gesundheitscampus sitzend wird jetzt hier das Ärmelsponsoring übernehmen. Zur Laufzeit und generell zu den einzelnen Vertragsmodalitäten habe ich noch keine News vernehmen können. Ich weiß also jetzt nicht, oder hat das vielleicht von euch jemand irgendwie gehört, wie lange der Vertrag da jetzt gültig ist, ob 2 oder 3 Jahre, vielleicht sogar mehr. Ich denke irgendwo hier. Ansonsten zur Höhe des Sponsoring habe ich jetzt auch soweit erstmal nichts vernommen, aber ich denke, wenn wir über einen Ärmelsponsor reden, könnt ihr davon ausgehen oder kann man auch einfach davon ausgehen, dass sich das hier so roundabout bei so einer 500.000 Euro pro Saison irgendwo in der Bundesliga bei uns belaufen dürfte. Ja, also das ist, denke ich, eine realistische Einschätzung. Irgendwo dort wird das sich einpendeln. Ich denke mal, zu Wochenbeginn dürften dort die Leitmedien zum VfL das ein oder andere noch verkünden. Dann wird sicherlich es noch ein bisschen klarer werden. Aber von meiner Seite aus habt ihr vielleicht schon mal eine erste Einschätzung gehört. So. 500.000 Euro, das ist sicherlich so der Rahmen für so ein Hermes-Sponsoring, ja. Das dazu, also, wie gesagt, Derby, neuer Teammanager und neuer Hermes-Sponsor, das ist so ein bisschen das Interessanteste generell und um unseren Verein gewesen in dieser Woche. Kommen wir mal vom Allgemeinen in die Kaderplanung hinein, in die Gerüchteküche, ja, so ein bisschen. Und hier befinden wir uns ja jetzt auch
einen Monat vor Ende des. Nein, natürlich nicht einen Monat, aber ja nur ziemlich lang. Nein, wir befinden uns eine Woche vor dem Ende der Transferperiode. Der Transfermarkt schließt am 1. September um 18 Uhr. Dann geht in die Bundesliga nichts mehr rein, raus sehr wohl noch in gewisse andere Ligen, aber zumindest rein in die Bundesliga geht dann nichts mehr. Somit haben wir also noch eine Woche Zeit, um hier entsprechend für auf der Stürmerposition noch für Bewegung zu sorgen. Und generell fangen wir einmal mal so an, chronologisch. Was gab es im Bereich der Kaderplanung im Laufe der Woche? So interessantes: Kevin Schlotterbeck ist also wieder da. Auch hierzu habe ich ja bereits einen kleinen Beitrag gemacht. Die Spielervorstellung entsprechend unter der Woche liegt ja schon online. Deswegen, wer Lust hat und das noch nicht gesehen hat, kann sich auch das nochmal ansehen. Das will ich jetzt hier nicht am Tisch fallen lassen. Kevin Schlotterbeck ist also zurück und jetzt auch mit den Eindrücken von gestern, muss ich sagen, ja, gut als Alternative, dass er jetzt da ist. Ich denke künftig, das habe ich ja in meiner Couch-Analyse schon gesagt, gebe dem Bernardo noch so ein paar Spielchen, ja, noch ein bisschen mehr Spielpraxis. Und wenn er dann auf das aufbaut, was er bis jetzt gezeigt hat, dann haben wir echt mit Bernardo und mit The Machine Ordets, ja, also Ordets ist für mich ganz weit oben, ja, The Machine, Punkt aus. Mit den beiden haben wir definitiv dort eine regelrechte Bank in der Dreierkette. Ja. Und ich gehe davon aus, so mein Bauchgefühl momentan ist, dass perspektivisch Schlotterbeck möglicherweise und Losli auch um die dritte Position mit Erhan Masovic konkurrieren werden. Ja. Denn wie gesagt, Bernardo Ordets, das sind für mich Tiere. Wenn die beide dort sich jetzt eingespielt haben, Bernardo mehr Spiele hat, dann ist das echt schon nicht schlecht. Und das ist so mein Bauchgefühl jetzt. Wie gesagt, dass also Losli, Schlotterbeck dann um die dritte Position mit Erhan Masovic etwas kämpfen werden, der für mich noch hier und da ein bisschen wackelt. Ja. Ich weiß jetzt nicht generell, ob das irgendwie mit den Gerüchten jetzt irgendwas zu tun hat. Vermutlich nicht. Es gab ja jetzt unter der Woche auch Gerüchte um Erhan Masovic. Auf den Zug bin ich ja auch kurzzeitig mal aufgesprungen, weil mir hier und dort auch mal irgendwo etwas ins Öhrchen quasi gemunkelt wurde, ja, wovon ich dachte, okay, das hört sich interessant an. Allerdings muss ich jetzt sagen, nicht, dass es unseriös gewesen ist, das nicht, aber als so qualitativ hochwertig hat sich das für mich im Nachgang nicht erwiesen. Deswegen habe ich das bei mir auch jetzt rausgenommen. Und zu Erhan Masovic generell mein persönliches Bauchgefühl, ja. Der Transfer, das Transferfenster ist also noch eine Woche geöffnet. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er nicht geht oder dass er geht. Ja, es kann natürlich immer noch alles passieren, ja, in diesem Geschäft sowieso. Aber mein Bauchgefühl und nach dem, was ich jetzt hier so für mich mitnehme, ist, es macht jetzt für mich irgendwie wenig Sinn, dass er noch gehen sollte. Also ich meine, wenn da tatsächlich eine 10-Millionen-Offerte etc. plus noch mehr, wie auch immer, auf dem Tisch liegt oder irgendwo im Raum ist und steht, macht es einfach für mich wenig Sinn, dass Erhan Masovic jetzt dann noch gegen Dortmund im Derby von Anfang an eingesetzt wurde. Ja, ich meine, hätte man den Spieler dann nicht irgendwo doch eher geschont? Ich meine, stellt euch mal vor, er bricht sich jetzt das Bein oder, keine Ahnung, verletzt sich, was auch immer, wie auch immer und fällt dann aus. Da würde man sich doch vor dem Hintergrund einer solchen Offerte einfach irgendwo selbst ins Knie schießen. Deswegen ist das für mich einfach unwahrscheinlich. Zumal auch, selbst wenn wir ihn jetzt in der letzten Woche noch abgeben sollten, trotzdem bräuchten wir dann ja auch Ersatz und so. Ne? Wir haben ja gerade erst mit Kevin jemanden geholt, der diese Konkurrenzsituation ja jetzt auch schafft und so, wenn wir mit drei Innenverteidigern spielen wollen, ja, dass dann eher gerade mal zwei draußen sind, auf die du bauen kannst. Und deswegen müssten wir dann in dieser kurzen Zeit ja jetzt auch eine hochwertige Alternative präsentieren. Und vor diesem Hintergrund, ja, um da jetzt mal entsprechend zum Ende hier zu kommen bei dieser Thematik, halte ich es einfach für unwahrscheinlich, dass ein Erhan Masovic hier irgendwo noch irgendwo hin wechseln sollte. Mag sein, dass jetzt extrem von Beraterseite aus die Gerüchte irgendwo gestreut werden, dass die da sehr umtriebig sind und versuchen, ihren Klienten, ne, irgendwo dort anzubieten, Kasse zu machen, selber natürlich irgendwo was abzusammeln, das kann alles sein und möglicherweise kommt das so ein bisschen aus der Ecke, ja,
Aber für mich ist es nicht ausgeschlossen, aber aus den genannten Gründen gerade eben einfach nicht sonderlich realistisch, dass hier in dieser Personalie sich bis zum Transfermarktende einfach noch etwas tun sollte. Ansonsten, das dazu also zu Erhan Masovic. Ich denke, wie gesagt, Erhan wird hier künftig mit Kevin und mit Losli konkurrieren, ja, in der Hinrunde und im Verlauf der Saison um die dritte Position. Und dann schauen wir nochmal, wer sich am Ende des Tages hier durchsetzt. Ja? Ansonsten die nächste auch erfreuliche Meldung mit Philipp Hoffmann hat seinen Vertrag also verlängert bei uns. Auch das ist jetzt unter der Woche eine Meldung gewesen. Und wie gesagt, ich habe das ja auch schon in meinen Warm-ups und etc. im Vorfeld immer gesagt, dass sich selbstverständlich Philipp Hoffmann gegenwärtig in einem Formtief befindet, aber grundsätzlich, dass ich ja gegen den Spieler nichts habe und denn entsprechend auch an sich grundsätzlich froh bin, dass er den Vertrag jetzt hier verlängert, weil ich denke, als Alternative einen Philipp Hoffmann im Kader zu haben, das schadet nicht nur, sondern ist auch ganz gut. Wie gesagt, wenn er jetzt irgendwo demnächst ja, sich für die Arbeit, die er zum Beispiel jetzt im Derby gestern reingesteckt hat, irgendwo belohnt, ja, irgendwie dort, keine Ahnung, die paar Zentimeter tiefer köpft oder irgendwo dort besser abschließt, fällt dieses Tor dann auch wieder, kann ganz häufig dann dieser Brustlöser auch einfach sein. Ja, das ist einfach nur eine Sache des Kopfes, des Selbstvertrauens und dann läuft es auch wieder in die andere Richtung. Das ist typisch bei Stürmern. Ja. Nichtsdestotrotz und auch mit der Verlängerung von Philipp Hoffmann ist jetzt natürlich auch irgendwo hier meine Meinung, und das haben wir auch gestern nochmal schön gesehen im Derby, als dann Moritz Boczynski reingekommen ist. Ja, nicht, dass er schlecht gewesen ist oder so, aber man hat natürlich schon deutlich gesehen, ein Moritz Boczynski hat längst trotz Statur nicht diese Präsenz eines Philipp Hoffmann im Spiel. Ja, da sieht man einfach nur eine ganz andere Erfahrung, die dort bei Philipp Hoffmann ist. Und ja, wie gesagt, da sollten wir uns jetzt schön, dass wir den Vertrag mit ihm verlängert haben, aber jetzt auch nicht allzu sehr darauf verlassen und nicht irgendwie von blenden lassen oder darauf hoffen, nur dass Philipp Hoffmann irgendwie zurück in die Spur führt. Ja, Philipp Hoffmann hoffen, ja, dass er in die Spur führt, was für ein Satz, sondern selbstverständlich uns jetzt hier noch nach einer Alternative umschauen, denn hinter Philipp Hoffmann gegenwärtig wird es relativ dünn. Wie gesagt, Moritz Boczynski, ja, der ist da. Aber der Junge braucht auch noch so ein bisschen seine Zeit, auch wenn er sehr selbstbewusst ist. Ja, aber wie gesagt, das ist nochmal eine etwas andere Qualität. Dann haben wir natürlich Dashi, das ist ein anderer Spielertyp. Kwarteng muss man auch schauen, generell bei den Spielern, wenn wir mal darüber sprechen. Wie plant man künftig mit einem Daschner, wie mit einem Kwarteng? Ja, eher über Außen spielt er dann auch eher der Kwarteng so ein bisschen die Position von Asano künftig möglicherweise. Ja, selbiges gilt halt auch für Dashi, ne? Das sind natürlich auch so Dinge. Diese Option haben wir halt auch noch. Aber ja, deswegen, um das kurz abzuschließen und auf Simon einzugehen, die Stürmersuche läuft ja und bis zum 1. September, bis Freitag 18 Uhr haben wir noch Zeit. Es ist unter der Woche jetzt auch zu hören und zu lesen gewesen. Allerdings, dass zwar noch irgendwie eine Option vorne für kommen soll, wer es auch immer sein mag. Allerdings, dass dieser jemand eher jemand für die zweite Reihe sein soll als Ergänzung und nicht irgendwo dort quasi, dass er man sagen könnte, ja, er würde direkt jetzt hier quasi reingeschmissen werden können als Hoffmann-Ersatz, wie auch immer, ja. Da muss ich sagen, wie gerade schon gesagt, liebe Leute, lasst euch mal nicht davon blenden, lasst uns mal nicht zu sehr darauf verlassen, dass die Formkurve eines Philipp Hoffmann dann mal irgendwann hochgeht und wie wir gerade schon, wie ich gerade auch schon gesagt habe, hinter Philipp Hoffmann wird es gegenwärtig relativ dünn. Und wenn wir auch darüber reden und dass wir einen Rekordetat haben, 40 Millionen plus auf 45, wo er aufgestockt werden kann, ja, das sind doch alles Dinge gewesen, die zu hören gewesen sind, die habe ich mir nicht ausgedacht. Dann bin ich doch irgendwo der Meinung, dann muss es doch jetzt auch im letzten Transfer für eine Option vorne im Sturm reichen, ja, wo du das Gefühl hast, ja, den kannst du bedenkenlos sofort reinschmeißen. Hier entfacht er einen neuen Konkurrenzkampf, eine neue Situation, eine neue Konkurrenzsituation, die er doch einfach schafft, ja. Und das ist doch jetzt irgendwo so ein bisschen auch mein Verständnis und einfach meine Intention, dass man das so löst, ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt unter der Woche in der WAZ lesen müssen, ja, beziehungsweise hören müssen im Podcast dort und hoffe mal, dass man aber das letztendlich mit einer qualitativ höherwertigen Alternative löst. So,
Das also dazu. Eine Woche haben wir hier noch Zeit. Schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen, was am Ende des Tages dann hierbei rumkommt. Simon ist also möglicherweise vor dem Absprung. Das ist ja jetzt gerade eben auch heute bei Tief im Westen. Bei Philipp Rentsch hatte das jetzt gerade so ein bisschen auch gepostet. Fortuna Düsseldorf ist dort als Abnehmer im Gespräch. Und ja, wie gesagt, also. Ich denke, grundsätzlich nachvollziehbar, wenn es dazu kommt, wäre das für mich auch soweit, ja, nachvollziehbar, einfach aus den Gründen, weil die Konkurrenzsituation jetzt dann doch sich deutlich verschärft hat vorne, mit dann Daschner künftig, mit Quarteng, mit Hoffmann, ja, Asano ist dort, Jimmy, wenn wir in diesem 3-5-2 spielen und Simon Zoller so ein bisschen hinten dran einfach ist, ja, deswegen. Für mich nachvollziehbar, wäre menschlich sehr, sehr schade, weil er natürlich uns hier allen irgendwo ans Herz gewachsen ist und Simon in dieser Zeit, in der er bei uns jetzt gewesen ist und immer noch da ist, irgendwo auch zum Bochumer Jungen sich entwickelt hat. Aber aus sportlicher Sicht natürlich wäre dieser Wechsel dann irgendwo, ja, nachvollziehbar, auch für ihn selber, um dann ein bisschen mehr Spielzeit zu haben. Wie gesagt, für mich rein sportlich betrachtet, von allem anderen losgelöst, Simon Zoller ist für mich irgendwo über den Zenit und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dort Tor im DFB-Pokal gegen Bielefeld hin oder her, dass er auf lange Sicht hier dort ja uns da irgendwo die Kohlen aus dem Feuer holt. Was nicht böse gemeint ist, aber ist für mich einfach nur eine Feststellung. Und deswegen schauen wir mal, also wie sich das in den kommenden Tagen und im Laufe der Woche hier entwickelt, ob es tatsächlich zu einem Abgang kommt oder nicht. Wir werden es ja dann spätestens am Freitag dann wissen. Ansonsten, ja, wer könnte uns noch verlassen auf der Abgangsliste? Noch Jordi Asaitutu, Jimmy Hartwig, Moritz Wembling, das wären so die Kandidaten, die uns nach Möglichkeiten noch irgendwo verlassen können, die eher keine Perspektive haben. Bei Jordi ist nach Möglichkeit irgendwo eine Leihe angedacht, ja. Auch hier müsste man dann halt schauen, ob man dann irgendwie wo wen einen, was für einen Abnehmer findet. Wenn nicht, bleibt er bei uns im Kader. Aber wie gesagt, das dürfte an sich noch passieren. Mit mehr ist eigentlich nicht zu rechnen. Also um das zusammenzufassen, lange Rede, kurzer Sinn. Es soll noch irgendwo für den Sturm eine Alternative her und nach Möglichkeit Jordi, Hartwig, Römmling und Zoller dann irgendwo noch uns dann verlassen. Und mit mehr ist eigentlich nicht zu rechnen. So, das soll es von meiner Seite aus für diese Woche gewesen sein. So, ein Schluck noch hier, ja, zum Abschluss. Der Tee ist schon wieder kalt geworden. Und dann hören wir uns unter der Woche wieder allerspätestens zum Warm-up auf das anstehende Auswärtsspiel gegen Augsburg. Und wenn natürlich sich in dem Kader irgendwas tun sollte im Laufe der Woche, dann auch eher. Also euch einen schönen Rest noch. Bis dahin. Tschüss.